Hallihallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Let's Play Dragoness. Ich bin's mal wieder, der Dü. Und ja, wir sind jetzt im neuen Gebiet. Das heißt, wir haben scheinbar eine neue Stadt. Die Stadt gefällt mir aber eigentlich auch relativ gut, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht dann vielleicht eine kleine Verlagerung möchte vom Spiel her, dass die Spiele wahrscheinlich oder dass die Spiele öfter hier sind oder mehr hier sind. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Oder halt eben auch nicht, weil es scheinbar auch nur ein Questgebiet ist. Ah, schade. Nee, ist ja doch, da habe ich gerade Bullshit erzählt. Es sieht aus wie eine Stadt, aber es sind halt keine Spiele da, ne? Deswegen ist das ja dann eher Bullshit. Im Grunde genommen haben wir hier hinten zwei Questgebiete. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Bin ich mal gespannt, wie das läuft mit diesen Questgebieten. Aorta, Gateway und das andere noch. Wir haben hier natürlich noch das Abenteuergilden-Dingens und wir schauen uns das einfach mal an, würde ich sagen. So, hier ist irgendwie noch kein Aushang gewesen. Gut, von mir aus. Das heißt, wir gehen einfach mal hier rein. Achso, wo sind jetzt eigentlich unsere Dungeon Quest? Talk to Eldester der Elfen. Achso, das müsste ich wahrscheinlich mal nochmal machen. Und wo ist der denn überhaupt? Das habe ich vergessen. Stimmt, ja. Aber ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Werden wir sehen, sprach der Blinde zum Taubstummen. Talk to Eldester. Und wo ist er? Achso, der wird bestimmt dann hier. Achso, ja. Ah, der ist hier drin. Talk to Eldester der Elfen. Okay. Ich weiß nicht, wo hatten wir diese Bonusmission gemacht gehabt eigentlich? Eine gute Frage. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt noch die normale 80er Bonus Story-Mission ist. Gut, ich meine, wir können es jetzt erstmal ausführen. Und dann können wir jetzt sowieso gleich nochmal sehen, wenn er uns jetzt hier irgendwo reinschickt in ein Nest oder so in die Richtung. Das kriegen wir, glaube ich, sowieso nicht hin. Würde ich jetzt zumindest denken. So, Talk to Gérard, das wäre dann unsere nächste Aufgabe. Aber Anu Arendelle sind wir eigentlich, muss man sagen, durch. Das heißt, ist jetzt natürlich die Frage, ob wir halt jetzt die richtige Kampagnenquest erwischt haben. Naja, aber ich glaube, wir sind so langsam auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr ins Spiel auf jeden Fall reingekommen. Das ist natürlich erstmal wirklich ein großer Schock, dass er erschlägt einen halt erstmal mit Informationen. Und ich denke, wir können meinetwegen gehen wir erstmal hier in den Dungeon rein. Also, machen das jetzt erstmal ganz unkompliziert. Gehen erstmal hier rein. Ich glaube, Kreuzung der Vergangenheit ist dann auch die To the Crossword of Hesedan Past. Okay, die Prinzessin und der Ritter, alles klar. Okay, ich richte nochmal ganz kurz ein bisschen mein Mikro. Das hat sich nämlich irgendwie ein bisschen verstellt. Aber naja. Okay, Karo Kule ist auf jeden Fall mit am Start hier. So, okay. Das ist der Ort, an dem dieser große Mann einst lebte. Okay, gut von mir aus. Ich hätte eigentlich ganz gerne auch den Chat mal noch mit ausgeschaltet, muss ich sagen. Weil der Chat nutzt mir momentan nicht ganz so viel oder zumindest halt irgendwo nochmal hingeschoben, dass ich den ausblenden kann. Kann man das irgendwie machen? Lässt sich das machen? Systemeinstellungen? Spieleinstellungen. Aufnahme, Kampfinfo, Status leisten, kurze Einführung, Gruppennamen, Farbe, bla bla bla. Kann man hier vielleicht beim Chat irgendwas einstellen? Im Grunde genommen würde ich sagen, System weg. Eigentlich nur PN, oder? Das heißt, eigentlich müsste das dann sowieso weg sein. Kann man den Chat löschen, irgendwie sowas in die Richtung? Ja, das ist halt besser für Screenshots oder sowas in die Richtung. Das hat mich immer ein bisschen gestört, muss ich sagen, dass der Chat dann dort mit dabei war. Ich kann den hier ein bisschen, kann ich den ziehen, aber kann den nicht so wirklich individualisieren, indem ich den hier irgendwo hinziehe. Bisschen ärgerlich. Gut, hier, da geht's sowieso nicht. Hier geht's, glaube ich, auch nicht unbedingt. Und in den Spieleinstellungen, glaube ich, auch nicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. Hä?
Ich hab das sogar ausgestellt beim Chat. Will der mich verarschen? Ach, allgemein, ja gut. Ja, der allgemeine Chat ist halt immer noch da, ne? Achso, hier bei Gruppe kann ich. Achso, wenn ich hier auf System Chat. Achso, System, ja gut, dann. Achso, wenn ich auf PN gehe. Wird mir eigentlich nur die PN angezeigt. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay. Gut, der Weg zum Schloss ist abgeschnitten, du musst einen anderen finden. No, okay. Gut, was ist das hier für ein Gerät? Bist schon wieder zum anderen. Achso, Zwischensequenzen ausgeschaltet. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für ein Dungeon war, aber okay und gut. Sofern das ausgeschaltet ist, ist es ja in Ordnung. Stimmt, das konnte man ja, genau, das konnte man ja soweit machen. So, wir testen jetzt einfach mal die ganzen Skills halt ein Stück weit aus. Ja, okay, gut, das ist schon zu OP halt, ne? Bräuchte halt einen Dash nach vorne oder sowas in die Richtung. Wie ich das bei der Tänzerin halt hatte. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was das macht. Genie. Okay. So, dann hätten wir hier den Skill. So, die Puppe, was macht die Puppe jetzt eigentlich? Macht die dem Schaden oder muss ich jetzt... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, muss ich sagen. Karakule fightet hier hinten auch noch. Also das ist ja sowieso der große Skill. Der hat auch einen relativ, ja wie soll ich sagen, eine relativ lange Nachwirkzeit, würde ich sagen. Wohin heute? Krrr. Nur keine Ahnung. Ich weiß es doch selber nicht, wohin heute. Geht's hier weiter? Nee, hier geht's nicht weiter. Leider nicht. Die Puppe, die steht hier immer noch rum. Ja, wohin ging's denn jetzt weiter? Achso, hier lang geht's weiter bestimmt, ne? Okay. So. Ja, was haben wir noch? Wir können ja mal, wie gesagt, mal noch ein bisschen durchprobieren halt. Einfach nur zu sehen. Ich mach das ja meistens so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus. Okay, Falle wurde aktiviert. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal... Ja, okay, also das ist schon zu OP hier im Grunde genommen. Ja gut, ich kann eigentlich auch in der Falle stehen bleiben. Okay, das kann ich jetzt nämlich scheinbar nicht zerstören. Also muss man auf jeden Fall erstmal wissen, was die Skills können. Also das ist jetzt der Bereich. Bekommen die jetzt hier Schaden hier drin? Sieht so aus, ne? Ja, die bekommen jetzt hier in dem Bereich Schaden. Ah, der Hund, der greift halt auch noch an. Ne? Glaube ich. Weiß halt auch nicht, was dieses Seelentor zum Beispiel macht oder sowas in die Richtung. Ich hab... Fand ich halt Tänzerin auf jeden Fall etwas stärker, ne? Zack. Ja gut, eigentlich momentan ist das Sinn, das halt nur Last Hit. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich bin ja genau, ich bin schon im richtigen Dungeon, bin ich schon drin. Ja, wie macht man das denn jetzt, oder? Ich brauche halt auf jeden Fall auch noch ein paar kleinere Skills, um halt auch mal kleinere Mods nochmal runter zu kloppen. Ich glaube, das wird sonst nichts. Aber da muss ich mich wahrscheinlich erstmal, ich glaube, da muss ich mich echt nochmal in einer der nächsten Aufnahmen vorher nochmal wirklich selber vielleicht auch mal ein, zwei Dungeons nochmal so laufen oder sowas in die Richtung. Sonst, ja, wird das halt auch irgendwie nichts. Das ist halt irgendwie bisschen blöd momentan alles. Ja, ich kann ja jetzt hier auch nicht schon wieder die 2 halt drücken, weil das ja halt schon wieder der große Skill ist. Aber wie für jetzt solche Fälle zum Beispiel halt, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was dieser Genie jetzt zum Beispiel macht. Scheinbar minimalen Schaden oder sowas in die Richtung. Was man halt machen könnte, wären halt so die spawnbaren Sachen, dass man da vielleicht halt irgendwie einen Bereich dafür macht in der Skillleiste. Das würde ich vielleicht halt denken, so. Also das ist auch nur normal One, also deswegen ist es halt auch so einfach. Beziehungsweise was heißt einfach, aber es ist halt nichts zum Pullen momentan, ne? Aber ich habe zu viel Schaden auf zu wenig Monster. Ich kann den Charakter momentan auch überhaupt nicht spielen.
können ja hier einfach nochmal ein bisschen durchschauen, was wir denn hier noch haben. Alles fertig. Sieht so aus, ne? Aber ich komme hier trotzdem nicht durch. Ja, da hast du halt auch lange, lange Aktivierungszeiten, ne? Aber... Also die Aktivierungszeiten sind schon recht lang. Ja, da machst du hier zum Beispiel halt auch so eine Rolle rückwärts und dann... Keine Ahnung, was zum Beispiel halt das Seelentor bringt oder was haben wir jetzt hier zum Beispiel? Das müsste ja eigentlich dann... Ich hab keine Ahnung, das hier wahrscheinlich, ne? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was da dort so richtig steht. Ich weiß auch jetzt nicht, was da der hier ist, hier unten. Das ist unser Reich, verschwinde! Ja, das hat zumindest wenigstens eine gute Reichweite. Also für PvP denke ich, ist der Charakter hier auf jeden Fall richtig krass. Richtig krass drauf. Schätze, Relikte, Schätze, sie gehören alle mir. So. Ja, okay, der fällt hier natürlich ohne Probleme. Jetzt hast du natürlich noch den guten Dungeon-Loot, ne? Mit 200% sogar. Aber ich glaube, hier waren wir irgendwie noch gar nicht so richtig drin, oder? Muss ich sagen. Also ich kann mich an dieses Dungeon gar nicht wirklich erinnern. Das ist schon gar nicht ganz schön krass. Naja gut, wir leveln auf jeden Fall wieder. War jetzt auch nur ein B-Bahn, weil wir noch überhaupt nicht zurechtkommen mit unseren Skills. Es fehlen einige Skills auf unserer Skillleiste, weil wir einfach keinen Platz haben. Das bedeutet, wir haben nochmal Doppelarbeit. Das Problem war jetzt eher gewesen, gut, F2, okay. Das sieht zumindest gar nicht so schlecht aus hier mit dem, das finde ich ein bisschen übersichtlicher sogar. Naja. Ja, und ich würde, achso, wir haben hier noch eine Kampagnenquest. Deswegen waren wir auch hier reingegangen. So, als Test ist das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Ich glaube, das haben wir wirklich nicht gemacht. Ich glaube, das ist wirklich auch neu, glaube ich. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man das Dungeon hier neu reingepatcht. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich schreibe es mir mal in die Kommentare, ob das hier neu ist. Ich habe leider auch keinen richtigen Patch-Log gefunden gehabt für Level 90. Und ich glaube, die waren auch da jetzt die letzten Tage und Wochen mehr damit beschäftigt, hier die Server wieder vernünftig zum Laufen zu bekommen. Und ja, deswegen gab es halt keinen richtigen Patchlog. Okay, beenden noch den Chat und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier einfach mal in dieser Folge. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.